herzlich willkommen, ich bin iPanix und ich begrüße euch zu Star Wars The Old Republic und wir machen weiter. In der letzten Folge sind wir hier zu der Höhle gekommen, wo Gaiden Co. drinne sein soll. Und wir werden ihn schützen. Und ich hoffe mal, wir werden ihn schnell finden. Oh, da sind schon Feinde. Ein Knirscher. Zurück! So. Tot. Na komm. Geht hops. Zack. Auch tot. Oh. So, wo müssen wir lang? Da. Da. Die sind auch tot. Zack, zack. Alle tot. Schnell hier weiter. Die nehmen wir hier alle. Alles ist gut. So. Komm. Hops. Geht doch. Aber ich muss sagen, die Feinde sind jetzt hier nicht so die Herausforderung. Also ich hätte sie mir jetzt schwieriger vorgestellt. Da ist er doch. Oh. Oh mein Jedi. Zack. So. So. Jetzt knallen wir mal weg. Da ist was Gutes. So. Ein Jedi? Mein Dank. Meine Familie war nicht Schutz genug. Alle Geschehnisse sind notwendig. Doch ihr Tod beunruhigt mich. Eure Familie ist nicht verloren. Sie sind zu ihrer Quelle zurückgekehrt. Entschuldigt bitte, Quelle? Es heißt, dass es eurer Familie gut geht. Sie müssen nicht mehr leiden. Diese Opfer haben einen Sinn. Die Pilgerreise hätte ihn aufgedeckt. Meine Reise ist zu Ende. Meine Familie ist fort. Der heilige Boden geschändet. Ein Fremdling ist eingedrungen. Ich hatte gehofft, euch auf eurer Pilgerreise begleiten zu dürfen. Ein Jedi-Beschützer. Mit mehr Fähigkeiten als ein Kommando. Ihr seid ein Fremdling. Kann ich jemandem trauen, der kein Voss ist? Ich schwöre bei meiner Ehre als Jedi-Meister, dass ihr mir vertrauen könnt. Ihr dürft mich begleiten. Sobald ich ein Mystiker bin, werdet ihr Zeuge meiner Visionen.
Wenn ihr die Gabe noch nicht habt, was macht euch zu einem Seher, Anwärter? Intuition. Sie hat zu Siegen gegen die Gormax geführt. Ich gehe zur Novizenhalle beim Schrein der Heilung. Es wird den Heilern eine Ehre sein, mich zu lehren. Zuerst eine Markierung auf dem Pilgerpfad. Ich erweise Li Shi Na die Ehre. Gaiden Ko, eure Familie sollte zur Ruhe gebettet werden, bevor wir aufbrechen. Ich werde das veranlassen. Die Zeit ist knapp. Die Pilgerreise wird es erklären. Ihr geht zuerst. Ruft mich über euer Gerät, wenn alles sicher ist. Ich folge dann. Der Pilgerpfad wartet. Okidoki. Wir sollen zur Pilgermarkierung. Gut, dann machen wir uns mal auf den Weg dahin. So. Oi. So. Das muss noch mit. Der Pilz hält uns fest. So, draußen. Heilige Scheiße. Was hat er denn vor, ey? So, flattern wir mal los. Ich hoffe, dass ich da hin muss. Ne. Oder? Ne, hier gibt es keinen Ausgang. Okay. Das heißt wohl, dann da lang. Okay. Dann flattern wir halt ein bisschen andersrum. Ich habe gedacht, da geht's lang. Aber nun gut. Jetzt müssen wir eigentlich hier nach links rum. Ach ne, wir müssen den Bogen noch ein bisschen weiterfahren. So. Ich hoffe, ich fahre jetzt gerade richtig. Ja, das sieht gut aus. Dem Weg hier folgen und dann sollten wir langsam dahin kommen. In Richtung des der Pilgermarkierung. Und ich finde sowieso, die Voss sind das geilste Volk überhaupt. Also, das wäre das geilste gewesen, wenn die einen Voss hier mit eingebaut hätten. Das hätte ich richtig genial gefunden. Das wäre definitiv so meine Lieblingsklasse gewesen, die ich hier gezockt hätte. So ein bisschen so eine Special Storyline. Weil das wäre ja nicht so alltäglich, dass ein Voss zum Beispiel ein Sith-Krieger wird oder ein Sith-Hexer oder sowas oder ein Jedi-Gelehrter oder sowas wird. Deswegen hätte ich... Das wäre schon geil gewesen, wenn das so eine Special-Storyline gewesen wäre. Zum Beispiel für Abonnenten.
Das hätte ich echt richtig geil gefunden. Das wäre so Content gewesen, wo ich gesagt hätte, geile Idee, finde ich super. Aber irgendwo hatte mir auch mal jemand was geschrieben, er würde das richtig genial finden, wenn er zum Beispiel Wookie spielen könnte oder sowas. Und das habe ich in so vielen Foren gelesen. Spezien. Ja, jetzt helfen wir dem Ausländer bitte auf die Sprünge. Spezies. Ist das auch eine Mehrzahl? Oder Spezien? Ich meine Spezien. Ich will mich jetzt auch nicht komplett zum Deppen machen. Ja, die spielbar sein sollten, aber nie vom Spiel oder von den Herstellern oder Programmierern mit reingenommen wurden. Das finde ich wirklich schade, dass man da nie, sag ich mal, in den Foren drauf gehört hat. Das finde ich wirklich ein bisschen schade. Hey, was macht ihr denn hier? So. Aber ich wurde ja auch schon von, sag ich mal, einigen Leuten angefeindet oder musste mir, sag ich mal, ein bisschen was von denen anhören, dass ich das Spiel in letzter Zeit so schlecht rede. Es gibt einen Unterschied aber zwischen schlecht reden, weil ich finde, man kann etwas nur schlecht reden, was man eigentlich nicht gemocht hat. Also, und Star Wars ist eins der Spiele, wo ich die meiste Spielzeit überhaupt drin habe. Und ich habe das Spiel so viel gesuchtet und habe das Spiel so gerne gespielt. Und das ist auch immer noch so. Daran hat sich nichts geändert. Ich spiele es immer noch wirklich gerne. Nur hätte ich mir einfach mal mit der Zeit, sag ich mal, Content gewünscht, der ein bisschen mehr auf die Spieler eingeht und das allgemein einfach das Spielerlebnis wieder ein bisschen besser macht. Und nicht nur irgendwie immer Neues raushauen, was dann eh nicht richtig funktioniert und sowas alles. Ich hätte mir einfach mal was gewünscht, was boah, einfach mal ein bisschen mehr Spaß macht. Hier, das Herz von Lishinas Markierung. Es tut mir leid, Gaden Co. Vielleicht lässt es sich reparieren. Fremde missverstehen das. Ein Grundstein. Das ganze Gebäude ist die Markierung. Die Ruinen wurden von Lishina und seiner Familie gebaut. Ein Symbol. Mystiker werden von allen unterstützt. Irgendetwas stimmt nicht. Dummer Junge, ruinierst mir einen perfekten Hieb. Aber egal, dieser Kratzer wird dich noch früh genug erledigen. Finger weg von Gaden Co. oder ihr kriegt es mit mir zu tun. Vorhersehbare Arroganz. In Voska ging das Gerücht von einem Jedi um, der dumm genug wäre, einen jungen Mystiker aus der Stadt zu eskortieren. Und wenn sie hören, dass der Junge in eurer Obhut gestorben ist, werden die Voss die Republik mit anderen Augen sehen. Ihr werdet die Voss nicht dazu bringen, eurem Pfad zu folgen. Es ist bereits zu spät. Die Untersuchungen werden zeigen, dass das Gift auf dieser Klinge eine exotische Mischung der Republik war. Schon der erste Tropfen führt zum Tod. Das Schicksal der Voss ist es, sich dem Imperium anzuschließen. Und ihr habt dies möglich gemacht. Denkt daran, wenn ihr sterbt. Warten, Spacko. Jetzt muss er sterben. Da. Und jetzt stirbt. Bewundernswert für einen Jedi.
Aber nicht einmal die Voss können eure Republik retten. Ihr sterbt. Haltet nicht an eurem Zorn fest. Fühlt die Heiligkeit dieses Ortes. So naiv. Aber ich fühle mich ruhig. Meine Wunde. So kalt. So heiß. Je mehr ihr euch bewegt, desto schneller verbreitet sich das Gift. Der Schrein bringt mich zum Schrein der Heilung. Ihr dürft nicht sterben. Jedi, könnt ihr denn nichts tun? Die Heiler des Schreins, bitte stellt fest, ob es sicher ist. Dann ruft mich und wir können gehen. Okay. Da machen wir uns mal auf den Weg zum Schrein der Heilung. Wir sollen checken, ob der Weg sicher ist. So, hoch hier. Hoch hier. Zack. Wo ist der Schrein der Heilung? Ach, der ist ja direkt hier vor der Tür. Fahren wir eben hin. Der ist ja super schnell gemacht. Und danach kann ich erstmal endlich was trinken. Weil ich habe schon ein richtiges Pappmaul. Nur ich komme gerade nicht an die Flasche dran und ich will jetzt nicht gerade aufstehen und weggehen. So. Oder ist einer? Zack. Fremdling, ihr seid nicht Gaiden Co. Was ist passiert? Das spielt keine Rolle. Er braucht medizinische Versorgung. Kommt, Gaiden Co. Zu den Heilern. Dieser Schrein ist nicht für euch. Ich sollte bei Gaiden Co. bleiben. Vielleicht gibt es noch einen Anschlag auf sein Leben. Der Schrein wird bewacht. Die Prüfungen beschützen die oberen Ebenen. Sie sind für Mystiker. Was genau beinhalten diese Prüfungen? Nur die, die unsere Sitten respektieren, können zu den Prüfungen antreten. Suva Ruck beim Pilgerlager kann es erklären. Ich werde Gaiden Co. informieren, falls ihr sterbt. Was eine nette Frau. Okay. Auf jeden Fall, das war's erstmal für heute. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und vergesst die Comments nicht. Und ich sag, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir mit Gaiden Co. sprechen. Bis dahin. Ciao.